Hallo, meine lieben Freunde des Theaters und der Erzählungen. Ich werde euch heute wieder ein neues Märchen vorlesen. Und zwar das Märchen namens Die Maus und der Maulwurf. Es ist ein bulgarisches Märchen. Und ich hoffe, es wird euch auch dieses Mal sehr gut gefallen. Eine Maus wollte ihren Sohn verheiraten. Die Schwiegertochter sollte aber nicht irgendwer sein, sondern höher stehen als er, aber dennoch zu ihm passen. Die Maus horchte und fragte überall herum. Wer mag wohl höher stehen als wir Mäuse? Wer steht am allerhöchsten? Da sagte man ihr, das könne nur die Sonne sein. Also ging die Maus zur Sonne und sprach zu ihr. Sonne, weißt du, warum ich zu dir komme? Man hat mir gesagt, du stehst am höchsten. Deshalb möchte ich deine Tochter zur Schwiegertochter haben. Ich suche eine, die höher steht als wir Mäuse und dennoch zu uns passt. Als die Sonne das hörte, strahlte sie und fühlte sich geehrt. Doch nach einer Weile antwortete sie, »Ich stehe nicht am höchsten. Es gibt Höheres als mich.« »Und was soll höher stehen als du?« fragte die Maus verwundert. »Na, wer schon? Die Wolke steht über mir. Wenn ich leuchte und der Erde Wärme schenke und die Wolke aufzieht und mich verdeckt, dann wird es dunkel und ich kann nichts mehr wärmen. Zur Wolke musst du gehen.« Sie steht noch viel höher als ich. Das leuchtete der Maus ein, also zog sie weiter zur Wolke und rief ihr schon von der Ferne zu. Wolke, ich komme in einer wichtigen Angelegenheit zu dir. Ich möchte meinen Sohn mit deiner Tochter verheiraten. Sie würden perfekt zu meinem Sohn passen. Man hat mir gesagt, du seist mächtiger als die Sonne, weil du sie verdecken kannst. Stimmt das? »Naja, ich bin nicht ganz so mächtig, wie du glaubst«, sprach die Wolke. »Es gibt Mächtigeres und Gewaltigeres als mich. Dieser verflixte Wind. Immer weht er mich auseinander und dann kann ich die Sonne nicht mehr verhüllen. Nicht einmal mehr über einen mittleren Berg komme ich dann hinweg.« Als sie das sagte, wurde die Wolke so wütend, dass sie platzte und sich in einem Regenschauer auflöste. Die Maus schüttelte ihr Fell trocken und ging weiter zum Wind. Aber auch der musste sie vertrösten und schickte sie zum Tal, das mächtiger sei als er, weil es so weit war, dass selbst dem stärksten Orkan irgendwann die Puste ausging. Die Maus lief hinab zum Gebirgstal und sagte, »Tal, ich komme, um deine Tochter als Braut für meinen Sohn zu nehmen. Man hat mir gesagt, du seist das Mächtigste auf der ganzen Welt.« »Ich?« fragte das Tal ganz erstaunt, musste es sich doch vom hochnäsigen Berg immer sagen lassen, dass es zu nieder für ihn war. »Nein, da muss ich dich auf den Boden der Tatsachen zurückholen, liebe Maus. Es gibt etwas viel Mächtigeres als mich.« »Und was ist das?« fragte die Maus. »Was das ist? Der Fluss? Wenn er viel Wasser führt, dann werde ich ganz einfach von ihm weggeschwemmt.« Also lief die Maus zum Fluss, fragte ihn, ob er am mächtigsten sei und ob seine Tochter ihrem Sohn zur Frau geben wolle, wo sie doch so gut zueinander passen würden. »Nein«, plätscherte es aus dem Fluss heraus, »ich stehe nicht höher als das Ufer, das mich daran hindert, überzutreten und das Land zu überfluten. Geh zu ihm, es steht über mir.« Ein weiteres Mal waren die Träume der Maus einfach so zerflossen, aber sie ließ sich nicht unterkriegen. Entschlossen kletterte sie am Ufer hoch und sprach, »Der Fluss hat mir gesagt, du seist das Mächtigste auf der ganzen Welt. Deshalb komme ich zu dir, um deine Tochter als Schwiegertochter zu nehmen.« Als der Fluss bedächtig nickte, war die Freude der Maus uferlos. »Naja, genau genommen gibt es da jemanden, der doch noch stärker ist als ich«, wandte der Fluss da ein. »Das kann doch nicht dein Ernst sein«, sagte da die Maus. »Und was soll das sein?« »Ich stehe nicht über dem Maulwurf, der mich durchwühlt, abträgt und ganz kaputt macht. Er ist mächtiger. Geh zu ihm.« Direkt unterhalb vom Ufer sah die Maus auch schon einen Maulwurfsbau. Also kroch sie hinein und rief schon am Eingang, »Maulwurf, du stehst wohl am höchsten auf der ganzen Welt.« »Nein, ich ganz sicher nicht«, blinzelte der Maulwurf bescheiden. »Ich wohne doch ganz tief unter der Erde. Am höchsten stehen die Sonne, die Wolke, der Wind, das Tal, der Fluss und das Ufer.« »Bei denen war ich ja gerade«, erwiderte die Maus. »Ich habe sie gefragt, aber alle haben sie mir von dir erzählt.
und nun bin ich zu dir gekommen, um deine Tochter als Schwiegertochter zu werben, weil sie uns ähnlich ist und dennoch höher als wir Mäuse steht.« Der Maulwurf war ganz aufgewühlt vor Freude und sagte, »Gut, ich bin einverstanden.« Die Maus war sehr erleichtert, dass ihre lange Reise sich endlich ausgezahlt hat. Und so wurde ein Termin festgelegt. Die Maulwurfstochter heiratete den Mäusesohn und auf der Hochzeitsfeier betrachtete die Maus den Pelz ihrer Schwiegertochter und stellte fest, dass er dem Pelz ihres Sohnes sehr ähnelte und meinte, »Der Pelz der Schwiegertochter passt gut zu dem meines Sohnes und von dem von uns Mäusen. Sie steht über uns und darum ist sie für uns als Schwiegertochter gut. Warum bin ich eigentlich so weit gelaufen, um Höheres zu suchen, wo wir doch Nachbarn sind und uns so ähnlich sehen?« Nachdem sie das gesagt hatte, tanzte sie froh und glücklich im Hochzeitsregen.